Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. So, oh, ja, das fängt ja schon mal wieder gut an. So, wir sind hier in der Höhle, zu der man irgendwie Zugang bekommt, wenn man, ja, durch den Canyon eben Zugang bekommt. So. Gut. Ich zeig's mal kurz auf der Karte. Dort oben sind wir. Den Schatz haben wir schon genommen. Ist es da drüben dann kein Schatz? Nee, das ist nur Blut. Ach so, ich habe gedacht, das wäre Blut gewesen. Aber das ist bloß Blut. So. Das Problem ist jetzt bloß, wenn jetzt ein Warrior kommt, dann hat der andere leichtes Spiel, uns zu unterbrechen. So. Aber so klappt das doch ganz gut. Na! Nicht so. Perfekt. Hui. Ach, war der die ganze Zeit hinter uns? Wahrscheinlich. Aber der ist hängen geblieben, auch gut. Noch ein bisschen Butlerfleisch. Nehmen wir auch mit. Weil ich weiß jetzt nicht, ob nur Dunkelpilz uns mehr Mana gibt oder auch wenn wir einfach, also alle Pilze einfach. Das weiß ich jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Dahinter steht nichts, schade. So, rechts war schon mal falsch. Links, rechts. Perfekt. Ein normaler Fisch. Runenmacht. Hui. Benötigt halt mega viel Stärke, gell? Ich weiß nicht, ob wir jemals so viel Stärke haben. Wir haben jetzt 31 Stärke. Ah. Ich glaube, hier geht's raus. Mag ich aber noch eigentlich noch gar nicht. So. Ich mag nochmal kurz darüber gucken. Bevor wir hier rausgehen, gucken wir noch darüber in diesen einen Gang. Perfekt. So. Was ist denn da? Da ist noch eine Truhe. Hm? Aber die sind alle... Okay. Oder... Ach, ich bin ja so doof. Hier waren wir schon. Darum ist auch die andere Truhe. Und darum sind die auch schon offen. Und leer. Ja, klar. Ja, stimmt. Na gut, dann haben wir die ganze Höhle erforscht. Cool. Dann haben wir das auch mal gemacht. Und ich würde sagen, wir erkunden einfach mal ein bisschen weiter hier. Weil wir haben ja noch einige Aufgaben. Vielleicht gehen wir auch in den Sumpf. Mal schauen, wo wir jetzt hier genau rauskommen.
Oh, da drüben ist nämlich noch eine Höhle direkt. So. Und der nächste Schatz. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut. Was ist denn Drachenblut? Hm, schauen wir gleich mal nach. So, rechts, nee, rechts, links, links, rechts. Drachenblut. Vielleicht gibt es Stärke oder so. Dafür müssten wir es erstmal finden. Naja, ein bisschen Gold haben wir auch noch. Da ist Drachenblut, ich sehe es. Drachenblut, nix. Okay, Fisch. Vielleicht für Alchemie oder so, das kann natürlich sein. Was ist das hier? Stabkeule. Ist das ein besserer Zweihänder? Und was ist das? Was brennt da drüben? Schauen wir gleich. Ich gucke nochmal kurz die Stabkeule an. Scheint nämlich ein besserer Zweihänderstab zu sein. Und haben wir so ein Ding schon? Sturmknecht. Das haben wir schon mal. Naja gut, da fehlen es halt 39 Stärkepunkte. Wo mein Spiel hängt. Oh, was ist das denn? Feuerteufel! Oha! Hätten wir so einen Eispfeil? Blitz bringt, glaube ich, nicht so viel. Nö. Mit Eispfeil oder so. Könnten wir da sicher einigen an Schaden ausrichten. So. Gut. Diese doofen Plädinger, ey. Komm. Oh, nee, ey. Komm jetzt, ey. Alter, ich hasse die Dinger so sehr. So. Nichts zu wollen. Ja, die haben ja nichts, stimmt. Aber ich glaube, dann sind wir direkt hier schon gleich bei dem Jäger, mit dem wir die Sumpfhaie gejagt haben. Ja, hier ist gleich der Bach und dann... glaube ich. Wenn es der das Flüsslein ist. So. Ich mag trotzdem immer ganz gerne hier reingucken. Unter so Buschwerk versteckt sich nochmal ganz gerne was.
da drüben noch einen Sumpffall gesehen, aber... Da streckt er seinen Kopf empor. Sonst ist, glaube ich, da sind zwei. So. Komm mal her, einer vielleicht. Drei sind hier noch. So, komm jetzt. Nee, so viel Schaden machen wir da jetzt auch nicht. Aber mit der Zeit geht's ja. Ich hoffe bloß nicht, dass irgendwie ein anderer noch dazukommt. Zu der Party. So, jetzt. Hört sich aber ganz so an. Nö. Okay. Dann nicht. Dann lasst ihr euren Bruder eben sterben. Da hinten ist noch einer. Ich erwische den gar nicht. Komm, leg dich zum anderen. So. Perfekt. So einfach geht das doch. So. Mist. Der hat mich getroffen. Komm jetzt. So. So. Perfekt, so. So. So, jetzt noch einer. Und da hinten ist noch einer. Oh ne, es sind zwei. Ja, geil. Hätte ich das gewusst? Ich klappt's ja so. Boah. So kann ich weitermachen. Ui, oh, okay. Komm, gleich haben wir den ersten. So.
So, Level up. Und die haben mir so wenig Schaden dazugefügt. Okay. Aber ein Level up. Das habe ich mitbekommen. Komm jetzt, komm zu dem... zur Felswand. Du hast eh verloren. Also komm. Oder zum Baum. Was ist denn das jetzt? Boah. Jetzt macht doch Baumakrobatik hier. Hier sind noch ganz viele, hä? Wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich komme hier gar nicht zu der Hütte. Oh, da ist schon gleich der nächste. Ziemlich nah, der andere. Komm jetzt. So. Perfekt. Ach, da ist der nächste Schatz. Das Problem ist bloß, dass diese doofe Ratte noch mitkommen muss. Aber die ist ziemlich langsam im Wasser. Komm, geh auf den anderen. Hallo, wechsel. So. So. Komm jetzt. An die Wand mit dir. So. Sind
Sind wir jetzt direkt im Sumpf drin oder was? Ja, das ist natürlich gut. Hier müssen wir eh mal ein bisschen rumgucken und Ausschau halten. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Snapperkraut? Das ist doch irgendwas Permanentes, oder? Ich glaube schon. So, jetzt wird es aber lange ziemlich dunkel. Ich hoffe mal, ihr habt noch was gesehen jetzt. Wo ist die Ratte jetzt hin? Naja. Also gehen wir mal da drüben pennen. Was ist das jetzt? Wo sind denn... Ach, den haben wir ja reingeschickt, stimmt. Hat hier kein Bettchen? Was ist mit denen? Ach, die habe ich hier zum Ver... Ah, stimmt. Aua, komm, lass mich rein. Durch. So. Esteban ist tot. Hä? Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Warte mal. Hey, du. Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Dann steht aber schon mal ein Reihenglied hier. Hey. Hey, ich bin in Ordnung. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sehen uns in der nächsten Aufnahme und Folge wieder. Bis dann. Ciao.